Ich bin der Erdal Güler, arbeite im Kraftwerk Stuttgart im Fernwärmebetrieb. Ich fange morgens um 6.45 Uhr an und höre um 15.30 Uhr wieder auf. Wir gehen jetzt in die Werkstatt, gucken, was so Aufträge anliegen und dann gehen wir an die Arbeit. Ich habe meine Ausbildung hier gemacht, 3,5 Jahre als Konstruktionsmechaniker. Und in der Ausbildungszeit tut man ja verschiedene Abteilungen besuchen. Geht mal so alles durch und hier hat es mir sehr gut gefallen. Der gehört doch zu uns richtig, der passt doch zu uns richtig. Der Job gefällt mir, macht mir Spaß, immer abwechslungsreich. Zu meinen Aufgaben gehören Zählerwechsel, Inspektion, Wartung, Instandhaltung von Fernwärmeleitungen, unter anderem auch Störungen beheben. Von Freitag bis Freitag ist der Bereitschaftsdienst. Heizung funktioniert nicht, kein warmes Wasser oder Polizei ruft an, da dampft es raus, 2 Uhr, 3 Uhr morgens. Das ist meistens eher so Rohrschaden. Aber wenn der Anruf kommt, muss man halt losfahren. Und Feuerwehr ohne Blaulicht. Oben kann ich hochkommen. Er wird ja erst Vorarbeiter, dann Meister bei uns. Das ist zu machen. Das Auto ist mein Büro, ja genau. Da ist auch alles drin, was ich brauche. Ich habe Angst vor Spinnen. Ich habe schon solche große gesehen. Also das muss man als erstes können. Wenn man jetzt hier einen Fallschirm einbaut, dann zählt er rückwärts. So Typ war unter der Dusche und dann bekommt er kein warmes Wasser mehr. Und dann war er schon ein bisschen runtergehört, wie er geschrien hat.